Hallo, liebe Kollegen. Heute haben wir wieder etwas ganz Besonderes vor, nämlich wir wollen gerne Schwarz-Weiß-Bilder machen von einem wunderschönen Model Marie. Und wir wollen das machen mit Dauerlicht und so ein bisschen Film-Noir-Style daraus machen. Dazu haben wir diese wunderbaren Aperture-Lichter, Minispot 20. Und das Set packe ich aus nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Kollegen. Jetzt wollen wir diese Wunderkiste mal auspacken. Das ist ein Transportkoffer, der zu diesem Set mitgeliefert wird. Und das ist ein ganz wunderbares Ding. Und alles Zubehör, was man sich nur wünschen kann für diese kleinen Fresnel-Lampen, ist hier mit dabei. Und es geht los natürlich mit den Lampen selber. Aber interessant ist auch, man kann diese Lampen sowohl mit Batterie betreiben. Das sind also diese kleinen Sony-Type-Batterien mit dabei, die in der Videowelt sehr, sehr verbreitet sind. Es gibt dazu so einen kleinen Halter, wo das reinpasst. Und dann kann man diese kleine Halterung mit der Batterie mit Hilfe einer solchen Klemme, die auch mitgeliefert ist, sowohl ans Stativ anbringen, als auch die Lampe selber dort dran schrauben und irgendwo an einem Regal befestigen oder wo auch immer. Ein sehr, sehr flexibles Zubehör, es ist alles da. Des Weiteren gibt es hier noch die Batterie-Ladegeräte, 3 Stück an der Zahl. Und es gibt Netzteile, ebenfalls 3 Stück an der Zahl. Und hier haben wir noch USB-Kabel, Anschlusskabel, alles Mögliche, was man sich nur wünschen kann zu diesem Set. So, das Zubehör ist wunderbar. Außerdem sind diese Lampen hier als Fresnel-Lampen ausgelegt. Das heißt, hier hinten ist ein Regler dran, damit kann man die Linse nach vorne und nach hinten bewegen und damit verändert man den Lichtstrahl, den Winkel, in dem das abstrahlt. Ein weiteres sehr, sehr nützliches Zubehör sind diese Barndoors. Diese Barndoors halten tatsächlich, was der Name verspricht. Sie blenden tatsächlich ab und bilden eine richtig scharfe Kante. Ihr werdet es später auch im Making-of sehen. Da haben wir diese Barndoors nämlich ganz wunderbar eingesetzt. Auch enthalten im Set sind diese kleinen Folien, Farbfolien, die also die Lichttemperatur dieser Lampen entsprechend des Umgebungslichtes oder irgendeiner anderen Vorgabe ändern können. Man kann die beliebig kombinieren. Die sind hier also im Set auch mitgeliefert, was ich sehr, sehr ordentlich finde. Also insgesamt ein sehr umfangreiches Set. Das haben wir uns selbst gekauft. Wir sind also weder gesponsert von Aperture leider noch von sonst irgendjemandem und hier ein Video zu machen zu diesem Ding. Wir haben dieses Set eigentlich gekauft für die Videografie. Allerdings wollten wir es heute gerne mal als Fotolicht, als Dauerlicht für Fotografie einsetzen und damit experimentieren. Wir hatten im Hinterkopf so ein bisschen ein Film-Noir-Licht und genau das haben wir auch umgesetzt und ganz hervorragende Schwarz-Weiß-Bilder damit gemacht. Viel Spaß! Hey, sehr cool! Und du kannst das mal jetzt, was dein Gesicht beleuchtet. Mhm. Ja? Und jetzt ist es hier komplett dunkel und hier sehe ich alles. Genau, wenn du dich so bewegst oder den Kopf ein bisschen drehst, kannst du das quasi beeinflussen, okay. Was wird beleuchtet. Sehr cool. Ja, das ist sehr schön. Wunderbar. Oh, geil. Das ist sehr, das ist sehr schön. Ja, ja. Oh, sehr schön. Richtig cool. Hast du nämlich gelernt, wo das Licht hinkommt? Das gefällt mir. Weißt du, was ich mir jetzt wünsche? Genau. Du hattest gerade dein Profil. Das war hier sehr schön im Schatten zu sehen. Ja. Ja. Ein bisschen zurückbringen. Genau. So ist es optimal. Weißt du, jetzt, das
das kannst du nicht sehen. Ja, stimmt. Zeichnet sich dein Gesicht so. Schon. Ja, also ein bisschen noch drehen. Nach links. Nach weiter. Nach links. Ja. So? Aha. Wieder ein bisschen zurück. Ein bisschen nach rechts. Ja, super. So, das ist schön, das sieht toll aus.